Padmasana in Pitilasana, auch genannt Padma Pitilasana, ist die Lotuskuh. Komme zur Lotusstellung und von hier hebe das Becken hoch, sodass die Oberschenkel senkrecht sind und gib dann die Handflächen flach auf den Boden. Und so bist du in Pitilasana, Padma Pitilasana, auch genannt Padmasana in Pitilasana, die Lotusstellung in der Kuh. Von hier kannst du natürlich ähnliche Variationen machen wie in der Katze, Macharyasana, ausatmen, Brustkorb nach oben und einatmen, Brustkorb senken. Das kannst du ein paar Mal machen. Deshalb wird diese Stellung auch genannt Padma Macharyasana oder Padma Pitilasana oder auch Pitila Machayasana in Padmasana, weil du eben abwechselst zwischen Katze und Kuh. Übrigens, in Indien gelten Kühe als heilige Tiere und man würde nie in Indien den Ausdruck der heiligen Kuh für etwas Nichtgöttliches verwenden.